Ja, also wie der Titel schon sagt, Herz und Geist verstehen und erforschen, geht es heute Abend darum, wie wir unseren Geist und unser Herz besser verstehen können und auch besser erforschen können. Und Herz und Geist benutze ich so als allgemeine Oberbegriffe für Denken und Fühlen, für die Gesamtheit der inneren psychischen, geistigen Prozesse oder Bewegungen. Und in unserem westlichen Denken sind wir eben gewohnt, diese beiden Bereiche zu trennen, Denken und Fühlen, Herz und Geist. Aber im Buddhismus wird dafür das Wort Citta benutzt. Und das Wort Citta hat seinen Sitz im Herzen und umfasst alle geistigen Vorgänge. Deshalb spreche ich im weiteren Verlauf auch häufiger von Herzgeist. Und das zeigt aber einfach schon, dass wir, wenn wir den Buddhismus hier in den Westen bringen, auch teilweise ein sprachliches Problem haben, dass einfach bestimmte Begriffe nicht genau übersetzt werden können, dass dann so Trennungen vorgenommen werden. Normalerweise wird Citta immer als Geist übersetzt. So landläufig verbinden wir mit Geist immer eher was Gedankliches und nicht unbedingt die Gefühlsebene. Psyche wäre vielleicht auch benutzbar, aber das verbinden wir tendenziell eher mit Gefühlen. Also wir haben keine wirkliche Lösung und deshalb benutze ich hier heute mal häufiger Herzgeist, was ja in manchen Büchern auch schon auftaucht. Und dieser unser Herzgeist ist so wichtig, weil in ihm unsere ganzen Handlungen wurzeln. Wir durch ihn die Welt erschaffen. So sagen zumindest die alten buddhistischen Schriften. Und das kann einem vielleicht ein bisschen groß vorkommen, ein bisschen erhaben vorkommen, aber wenn wir aufmerksam in uns hören und beobachten unser Denken, Fühlen, unser Handeln, und dann können wir doch auch merken, dass wir tatsächlich durch unser Tun unsere Welt erschaffen. Und es gibt die einfachsten Beispiele, wie dass unsere innere Verfassung die Wahrnehmung der Welt färbt. Wenn wir nicht so gut drauf sind, sehen wir die Welt einfach ein bisschen grauer, ein bisschen düsterer. Und wenn wir nicht so gut drauf sind, oder auch wir nehmen die Welt eben durch unsere eigene Brille auf. Sie erscheint uns dann auch düsterer, wenn wir nicht so gut drauf sind. Das ist einfach ein Wechselspiel. Und so ist das Hauptarbeitsfeld des Buddhismus eben dieses Klären und Erforschen unseres Herzgeistes, was wir großenteils durch Meditation tun, aber auch durch Studium, durch intensive Beschäftigung. Und dieses Klären und Verstehen des Herzgeistes, besonders auch durch Meditation, nennt man oft auch Bewusstwerdung. Wir erkennen die Zusammenhänge deutlicher, erleben die Wirkung unserer Handlungen genauer. Und dieses Wissen können wir dann nutzen, um unser Handeln zu verändern, in eine bessere Richtung zu lenken, in eine Richtung, die weniger Leid verursacht. Und wenn ich hier Leid sage, muss das jetzt kein großes Leid sein, sondern es ist alle Unzufriedenheit, alle beengenden Geistesverfassungen. Für die benutze ich immer wieder den Oberbegriff Leid. Und im Buddhismus geht es eben darum, uns dieses bewusst zu werden und bewusst zu werden, um Leid zu mindern und Glück zu fördern. Und um Leid mindern zu können, muss ich erstmal das Leid als solches erkennen. Ich muss die Enge der leidhaften Erfahrungen spüren. Und was ich als störend oder einengend erfahre, will ich dann auch ändern. Also dieser Aspekt, dass ich nicht nur theoretisch weiß, dass bestimmte Dinge unzufrieden machen, sondern dass ich sie wirklich auch spüre und über diesen Bewusstwerdungsprozess gehe, den brauchen wir, um wirklich was verändern zu wollen. Und im nächsten Schritt geht es dann darum zu erkennen, was dieses Leid verursacht und sich dann auf den Weg dieser Befreiung aus diesem Leid oder aus dieser Enge zu machen und in einen Zustand von größerer Weite zu gelangen, in einen Zustand von Offenheit, in einen Zustand von wahrem, anhaltendem Glück. Und unser Geist sehnt sich eigentlich nach Weite, Freiheit und Glück. Doch er sucht sein Glück meist an der falschen Stelle. Und darum ist es wichtig, genauer hinzusehen und sich die Zusammenhänge erstmal genauer zu betrachten, um dann wirklich auch anders handeln zu können. Denn in der Regel versprechen wir uns von etwas Glück, was nur flüchtig ist, nicht von Dauer und deshalb eben früher oder später zu Leid führt. Und dieses irrige Verhalten wird im Buddhismus gewöhnlich Unwissenheit genannt und mit dem Bild eines blinden Menschen illustriert.
Und damit ist gemeint, wir sind unwissend in Bezug darauf, was wahres Glück bedeutet und wie wir es finden können. Diese Blindheit oder Unwissenheit, das zu wissen, benennt eine grundsätzliche Eigenschaft unseres Herzgeistes. Und sie ist eine der wesentlichen leidverursachenden Eigenschaften unseres Herzgeistes. Doch neben dieser grundlegenden Unwissenheit oder Verblendung besitzt der gleiche Herzgeist auch das Potenzial zu völliger Geistesklarheit, zu Erwachen, zu Befreiung aus dieser Unwissenheit. Das ist ein Zustand, bei dem alles so in Ordnung ist, wie es ist. Es gibt keine Anziehung und Ablehnung mehr. Oder es wird keine Anziehung und Ablehnung erlebt. Es gibt kein Ich, das etwas von außen bräuchte, um sich erfüllter zu fühlen oder das sich verteidigen müsste. Und ein solcher Mensch kann die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist. Er kann alles so annehmen, wie es ist. Und zwar wirklich und tatsächlich, ohne das leiseste Zähneknirschen, ohne irgendeine Spur von innerer Abwehr. Mit einem offenen und liebenden Herzen. Und das ist auch das, was ich meine, wenn ich von wahrem Glück spreche. Diese Freiheit von Anziehung und Ablehnung. Neben dieser grundlegenden Unwissenheit gibt es noch zwei weitere grundsätzliche Neigungen unseres Herzgeistes. Es zieht uns zu Angenehmem hin. Wir möchten, dass diese angenehmen Erfahrungen länger andauern oder wir möchten mehr davon haben. Und Unangenehmes schieben wir weg, meiden wir. Und das sind fast schon Instinkte. Die Tiere, die tun das nicht anders, die tun das ganz genauso. Und was soll uns nun diese Selbstverständlichkeit oder diese Selbstverständlichkeiten über unseren Herzgeist lehren? Und wenn wir diese Neigungen, diese beiden grundsätzlichen Neigungen von Anziehung und Ablehnung, wenn wir die verbinden mit der eingangs erwähnten Unwissenheit, sind wir dem Ursprung von leidhaften oder unbefriedigenden Erfahrungen auf der Spur. Angenehmes zu genießen ist kein Problem. Das Problem beginnt, wenn wir das Angenehme festhalten wollen und allein oder das angenehme Erleben festhalten wollen. Und allein, wenn ich das Wort Erleben benutze, verweist es schon darauf, dass es unmöglich ist, ein Erleben festhalten zu wollen. Weil ein Erleben findet nur in einem Moment statt. Und es wäre genauso, wenn wir sagen würden, wir wollen die Zeit anhalten. Aber häufig handeln wir so, wenn wir was Angenehmes erleben. Es ist wie so ein Luftanhalten, man möchte es behalten oder wiederhaben. Das Schöne soll nicht enden, obwohl es das zwangsläufig tut. Oder man könnte auch sagen, wir erleben nur deshalb Dinge als so angenehm, weil sie eben nicht dauerhaft sind. Weil wenn wir uns vorstellen, wenn sie von Dauer wären, immer weiter andauern würden, dann würden wir sie wahrscheinlich gar nicht mehr so reizvoll finden. Dann würden sie ihren Reiz für uns mit der Zeit verlieren. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, unser Lieblingsgericht oder Lieblingsgetränk, wenn wir das jeden Tag essen dürften oder ganz, ganz viel davon essen dürften, dann wäre uns entweder irgendwann übel oder wir würden sagen, ach nee, irgendwie schon wieder das Gleiche. Und das zeigt einfach auch, dass auch das angenehme Erfahrungen, die sind einfach von Bedingungen abhängig. Und das hängt davon ab, dass wir es eben nicht dauernd haben können. Auch angenehme, auch die Idee von angenehmem ist nicht fest, wie so vieles im Buddhismus. Und dieses Festhalten wollen von angenehmem und das Wegschieben wollen von unangenehmen, das ist der Punkt, wo spirituelle Praxis einsetzt oder ganz wichtig ist. Und zunächst gilt es eben, das zu erkennen, dass wir das tun. Und wir müssen dem wenigstens intellektuell zustimmen, dass das Festhalten von Angenehmem oder das Wegschieben von Unangenehmem zu Leid führt. Und wenn wir es rechtfertigen möchten, dass das doch völlig in Ordnung ist, dass wir Unangenehmes wegschieben wollen, weil das tun ja auch die Tiere, dann können wir uns einfach sagen oder können wir uns vergegenwärtigen, dass es einfach immer wieder unangenehme Situationen geben wird. Wir können unangenehmen Situationen nicht ausweichen. Von daher ist es ein Prozess, wo wir uns immer wieder in eine Aktivität drängen, die vielleicht gar nicht so sein müsste, wenn wir das Unangenehme wegschieben wollen. Und wenn wir dem zustimmen, dass das leidhaft ist, Unangenehmes wegschieben zu wollen und Angenehmes festzuhalten,
dann stellt sich die wichtige Frage, ob wir auch so handeln. Ist unsere Haltung, wenn wir Schmerz oder Unangenehmen begegnen, nicht so, dass wir meinen, wir könnten es ganz schnell aus dem Weg schaffen? Oder es dürfte nicht da sein? Handeln wir nicht so oder oft so, als ob wir unangenehmen Erfahrungen doch aus dem Weg gehen könnten? Und sind immer wieder überrascht oder gar verärgert, wenn das nicht geht, dass das nicht geht? Streben wir nicht dauernd nach Angenehmem, das weder dauerhafte Erfüllung geben kann, noch leidfrei ist oder gar zu Glück führt? Vom Verstand her ist es nicht so schwierig zu sehen, dass Festhalten an Angenehmem und Wegschieben von Unangenehmem zu Leid führt. Und das ist der erste Schritt. Doch dann gilt es, diesen schwierigeren Schritt zu nehmen, das in die eigene Erfahrung in diesem Licht zu betrachten und wirklich zu spüren, wie es sich anfühlt, angenehme Erfahrungen haben zu wollen und unangenehme zu meiden. Ist das ein weites, freies, befriedigendes Gefühl oder nicht? Ja, spüren Sie einfach mal nach, schließen vielleicht auch, wenn Sie möchten, für einen Moment die Augen. Und spüren, wie es sich anfühlt, wenn Sie an etwas denken, das Sie wirklich gern hätten. Spüren Sie, wie sich ein Haben-Wollen anfühlt. Und nicht die Fantasie, es zu haben. Spüren Sie wirklich nur, wie etwas haben zu wollen, das Ihnen gefällt, sich anfühlt. Und wie fühlt es sich an, wenn Sie es nicht bekommen? Sie möchten es unbedingt haben, aber es ist nicht in Ihrer Reichweite. Es ist Ihnen nicht möglich, es zu bekommen. Und dann denken Sie an etwas, das Sie nicht haben wollen. Vielleicht irgendeine Situation auf der Arbeit, irgendeine Begegnung mit einem Menschen. Und spüren einfach nach, wie sich das anfühlt. Es ist gut, auch im Alltag immer wieder sozusagen in sich zu spüren und in bestimmten Situationen genauer nachzuspüren. Gerade wenn wir etwas wollen oder etwas unbedingt nicht wollen, wie sich das anfühlt. Ich habe von angenehm und unangenehm gesprochen, von Glück und Leid. Und solche Gegensatzpaare bergen für uns mit unserer Prägung meist die Gefahr von Bewertung, Beurteilung. Das können wir sicher auch nicht sofort ablegen, die Dinge dann dementsprechend zu werten. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das im Blick halten. Dass dieses Werten und Urteilen bzw. das Ablegen, das Erkennen von Werten und Urteilen und das Ablegen dieses Wertens und Urteilens ein wesentlicher Teil unserer Übung ist. Und Bewerten hat auch mit einem Sicherheitsbedürfnis zu tun. Wenn wir wissen, was gut und richtig ist, haben wir eine Orientierung. Das Leben ist einfacher, wir brauchen nicht so viel nachzudenken. Auch oder gerade spirituell Übende tappen oft in diese Falle. Gier, Hass und Verblendung sind schlecht. Wenn wir also gierig sind oder Abneigung empfinden, bewerten wir das als schlecht. Und oft gehen wir auch hin und bewerten dann uns als schlecht. Aber Gier oder Abneigung enthält an sich keine Wertung. Wir nennen es auf Deutsch zwar Wurzelübel, aber nur in dem Sinn, dass sie Leid verursachen. Nicht, weil sie schlecht oder böse im Sinne von sündig sind. Das mag für manchen zwar ein bisschen haarspalterisch klingen, aber ich finde diesen Unterschied sehr wesentlich und auch ganz wichtig in der eigenen Erfahrung, diesen Unterschied zu spüren. Wie fühlt es sich an, wenn ich sage, Gier und Abneigung sind übel, weil sie Leid verursachen? Oder wenn ich sage, Gier und Abneigung sind schlecht, nicht gut? Gibt es da einen Unterschied? Wenn Sie das hören, ich sag's einfach beides nochmal. Gier und Abneigung sind übel, weil sie Leid verursachen. Oder Gier und Abneigung sind schlecht, nicht gut.
Aber auf jeden Fall ist es ein klarer Fall von falscher Ansicht oder Zuordnung, wenn wir uns für schlecht halten, weil wir meinetwegen gierig sind oder Abneigung, jemanden ablehnen oder etwas ablehnen. Denn indem wir das tun, setzen wir dieses Verhalten, also nur einen Teil, einen Moment in unserem Leben mit uns als Ganzem und auch mit einer Idee von uns als Ganzem festen Selbst gleich. Also da stecken ganz viele falsche Ansichten oder Zuordnungen drin. Ich bin nicht mein Verhalten. Aber ich übernehme Verantwortung für mein Verhalten. Und das sind zwei ganz wichtige Unterschiede. Ein bestimmtes Verhalten in einem bestimmten Moment ist ein kleiner Aspekt meines Seins. Und mein Sein ist ein fortlaufender Prozess, der sich eben aus vielen Bestandteilen und Bedingungsfaktoren zusammensetzt. Und deshalb ist es wichtig, diese Unterscheidung zu machen, also uns nicht gleichzusetzen oder auch andere Menschen nicht gleichzusetzen mit bestimmten Verhaltensweisen. Ich habe von angenehm und unangenehm gesprochen, von Glück und Leid. Und solche Gegensatzpaare bergen für uns mit unserer Prägung meist die Gefahr von Bewertung, Beurteilung. Das können wir sicher auch nicht sofort ablegen, die Dinge dann dementsprechend zu werten. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das im Blick halten, dass dieses Werten und Urteilen beziehungsweise das Ablegen, das Erkennen von Werten und Urteilen und das Ablegen dieses Wertens und Urteilens ein wesentlicher Teil unserer Übung ist. Und bewerten hat auch mit einem Sicherheitsbedürfnis zu tun. Wenn wir wissen, was gut und richtig ist, haben wir eine Orientierung. Das Leben ist einfacher, wir brauchen nicht zu viel nachzudenken. Auch oder gerade spirituell Übende tappen oft in diese Falle. Gier, Hass und Verblendung sind schlecht. Wenn wir also gierig sind oder Abneigung empfinden, bewerten wir das als schlecht. Und oft gehen wir auch hin und bewerten dann uns als schlecht. Aber Gier oder Abneigung enthält an sich keine Wertung. Wir nennen es auf Deutsch zwar Wurzelübel, aber nur in dem Sinn, dass sie Leid verursachen. Nicht, weil sie schlecht oder böse im Sinne von sündig sind. Das mag für manchen zwar ein bisschen haarspalterisch klingen, aber ich finde diesen Unterschied sehr wesentlich. Und auch ganz wichtig in der eigenen Erfahrung, diesen Unterschied zu spüren. Wie fühlt es sich an, wenn ich sage, Gier und Abneigung sind übel, weil sie Leid verursachen? Oder wenn ich sage, Gier und Abneigung sind schlecht, nicht gut? Gibt es da einen Unterschied, wenn Sie das hören? Ich sag's einfach beides nochmal. Gier und Abneigung sind übel, weil sie Leid verursachen. Oder Gier und Abneigung sind schlecht, nicht gut. Aber auf jeden Fall ist es ein klarer Fall von falscher Ansicht oder Zuordnung, wenn wir uns für schlecht halten, weil wir meinetwegen gierig sind oder Abneigung, jemanden ablehnen oder etwas ablehnen. Denn indem wir das tun, setzen wir dieses Verhalten, also nur einen Teil, einen Moment in unserem Leben mit uns als Ganzem und auch mit einer Idee von uns als Ganzem festen Selbst gleich. Also da stecken ganz viele falsche Ansichten oder Zuordnungen drin. Ich bin nicht mein Verhalten. Aber ich übernehme Verantwortung für mein Verhalten. Und das sind zwei ganz wichtige Unterschiede. Ein bestimmtes Verhalten in einem bestimmten Moment ist ein kleiner Aspekt meines Seins. Und mein Sein ist ein fortlaufender Prozess, der sich eben aus vielen Bestandteilen und Bedingungsfaktoren zusammensetzt. Und deshalb ist es wichtig, diese Unterscheidung zu machen, also uns nicht gleichzusetzen oder auch andere Menschen nicht gleichzusetzen mit bestimmten Verhaltensweisen. Um jetzt diesen Neigungen zu werten, entgegenzuwirken, finde ich es sehr hilfreich zu wissen und sich zu vergegenwärtigen, dass es bestimmte Aktivitäten in unserem Herzgeist, unserem Denken und Fühlen gibt, die völlig neutral sind, für die wir in diesem Moment nichts können, weil wir aufgrund unserer Prägung in Erscheinung treten.
Und es hilft, diese neutralen Geistesaktivitäten sich zu vergegenwärtigen, hilft einfach, von diesem Werten wegzukommen und dieses Urteilen zu lockern. Und wir können dadurch auch die Wirklichkeit unmittelbarer erfahren. Gleichzeitig können wir dadurch lernen, gelassener zu bleiben. Die ganzen Geschichten und Gedanken und Gefühle, die wir an grundlegende, neutrale Geistesaktivitäten dranhängen, sein lassen. Das heißt, diese neutralen Geistesaktivitäten ermöglichen es uns, die Wirklichkeit unmittelbarer zu erleben, ohne diesen Schleier oder Mantel unserer eigenen Ideen und Vorstellungen, die wir über sie legen oder um sie drumhängen. Und von diesen grundlegend neutralen Geistesaktivitäten, die schlicht Fähigkeiten unseres Denkens und Fühlens sind, unseres Bewusstseins sind, gibt es 10. 5 sind immer anwesend, immer gegenwärtig, wenn wir etwas wahrnehmen. Sie gehören untrennbar zu Wahrnehmung dazu und heißen deshalb auch allgegenwärtige oder stets vorhandene. Die 2. 5 braucht es, um ein Objekt genauer zu bestimmen, sich des Objektes zu vergewissern. Und demnach werden sie objektbestimmende oder objektvergewissernde Geistesfaktoren genannt. Diese Objektbestimmenden machen deutlich, dass wir es in der Hand haben, mit was wir uns beschäftigen. Wir werden nicht machtlos von etwas angezogen oder abgestoßen, sondern wir überlassen uns einer Gewohnheit und übernehmen nicht die Verantwortung und den Handlungsspielraum, den wir eigentlich haben. Also diese 5 allgegenwärtigen, also Geistesereignisse, die bei einer gegebenen Wahrnehmungssituation immer auftreten. Mit gegebener Wahrnehmungssituation meine ich, wenn wir etwas fühlen, etwas schmecken, etwas hören, etwas riechen, etwas denken, etwas fühlen. Diese 5 sind einmal Kontakt, Gefühlston, geistiges oder kognitives Erfassen, Geneigtheit oder Gerichtetheit und Bewussthalten. Der Geistesfaktor der Geneigtheit oder Gerichtetheit ist ein sehr basaler Willensaspekt, obwohl Wille ein viel zu starkes Wort dafür ist. Es ist der Drang des Herzgeistes, sich ein Objekt zu suchen. Menschen, die meditieren, wissen, es ist ganz schwer, oder auch die nicht meditieren, es ist ganz schwer, einfach still zu sitzen, nichts zu tun, ohne dass der Geist sich irgendeine Beschäftigung sucht, irgendeinen Gedanken, irgendein Gefühl, etwas, dem er nachhängen kann. Also das ist damit gemeint, dass der Herzgeist sich immer irgendwas sucht, immer etwas sucht. Und das ist die Gerichtetheit. Er braucht etwas, worauf er Bezug nimmt. Und wenn er dann was gefunden hat, dann hängen sich da meist andere Geistesfaktoren noch dran. Aber dieses bloße zu irgendetwas in Bezug treten, das ist gemeint mit diesem Aspekt von Gerichtetheit oder Geneigtheit des Herzgeistes. Wenn also ein Geräusch ertönt, das wir jetzt nicht völlig neutral finden, die neutralen Dinge, die rauschen meist so an unserem Bewusstsein vorbei. Wenn irgendein Geräusch ertönt, was ein gewisses Interesse hat oder manchmal auch nicht unbedingt Interesse, ist die Bewegung des Bewusstseins automatisch zu dem Geräusch. Es ist sozusagen der Wunsch zu erkennen. Das Erkennen ist ein anderer Faktor, aber der Wunsch, dieses was ist das? Dieses was ist das? Und manche was ist das, kriegen wir gar nicht mit. Die sind irgendwie manchmal auch sehr ganz unterschwellig. Also es ist ein sehr, sehr grundlegender Geistesfaktor. Und um beim Beispiel des Hörens zu bleiben, normalerweise gibt's ja in der Stadt zumindest ganz viele Geräusche um uns. Und Herzgeist ist so programmiert, dass er ganz viele Dinge auch automatisch einordnen und zuordnen kann. Sonst könnten wir auch gar nicht funktionieren in der Welt. Wir brauchen ganz viele automatisierte Abläufe. Und es ist auch deshalb eine sehr grundlegende Funktion, weil wir müssen erkennen, ist etwas bedrohlich oder ist alles in Ordnung? Es hat im Grunde mit was Instinkthaftem auch zu tun. Und bestimmte Geräusche, wenn ich jetzt bei Geräuschen bleibe, fangen eher unsere Aufmerksamkeit als andere. Und damit meine ich noch nicht ein bewusstes Zuwenden. Ich merke, ich habe jetzt die ganze Zeit so diesen einen netten Vogel im Ohr da hinten, da oben. Und
Es könnte sein, dass manch ein anderer vielleicht da draußen irgendwas im Ohr hat oder gar nichts im Ohr hat, weil er mich gebannt anschaut oder so. Also es ist, und das ist jetzt nicht wichtig, aber es ist einfach dieses irgendwo hinwenden und in eine Wahrnehmungssituation eintreten wollen. Und wir wählen mit diesem Zuwenden, mit dieser Gerichtetheit des Geistes, wählen wir aus so einem Geräuschteppich, man könnte auch sagen Wahrnehmungsteppich, um es auszudehnen auf alle Sinne, wählen wir einzelne Dinge heraus, die wir interessant finden. Und der sprunghafte Geist, den wir ja auch kennen, der ist mal da. Ah ja, und das ist das, und da ist das, und da ist das, und da ist das. Weil wir sind ja ständig mit ganz vielen Dingen umgeben, die es zu hören gibt oder zu sehen gibt oder auch zu denken gibt und zu fühlen gibt. Also wir haben ganz ständig ganz viele Möglichkeiten, in irgendeine Richtung zu gehen und irgendwelche Objekte, mit irgendwelchen Objekten Kontakt zu machen. Und das ist so ein Ausdruck von Sprunghaftigkeit, dass wir sozusagen ganz schnell die Objekte wechseln. Und wenn ich zum Beispiel eine Gruppe von Menschen sehe, oder höre, mitkriege, ja, dann reden ein paar Leute und stehen da rum und ich kenne die nicht unbedingt, erkenne sie auch nicht und plötzlich hat meine Gerichtetheit gesagt, ah, weil irgendwas ist mir interessant genug vorgekommen, um da genauer hinzuhören. Das ist zum Beispiel der Aspekt von Gerichtetheit. Es ist sozusagen diese Bewegung, die irgendwo hingeht und irgendwas aufschnappt, sozusagen aus dem Teppich von wahrnehmbaren Dingen etwas herausgreift. Und wenn dann diese Gerichtetheit, diese Richtungshaftigkeit des Geistes, dieser Geistesfaktor mit irgendetwas Kontakt also zu irgendetwas hingegangen ist, wie jetzt einem Geräusch, und dann ist der nächste Geistesfaktor der des tatsächlichen Kontakts. Ich sage das jetzt nacheinander, die Dinge passieren nicht wirklich so nacheinander. Das ist diese fünf passieren relativ gleichzeitig oder in so minimalen Zeitabständen. Aber Kontakt ist eben ein wesentlicher Aspekt, der benannt wird. Und der Kontakt ist eben das Sinnesorgan, das Hören, das Ohr, macht Kontakt mit einem Gegenstand, der sozusagen das Geräusch ist oder die Vogelstimme oder die Straßenbahn. Und es braucht ein Hörbewusstsein, um das wirklich bewusst wahrnehmen zu können. Also das ist alles mit Kontakt gemeint. Das müssen die drei Elemente zusammenkommen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, hören zu können oder sehen zu können oder riechen oder schmecken oder denken. Wenn ich etwas sehe, entsteht ein Kontakt meines Sehorgans mit einem Sehobjekt. Und durch das Vorhandensein von einem Sehbewusstsein bin ich in der Lage, diesen Gegenstand sehend wahrzunehmen. Also etwas sehr auseinandergedröselt, was normalerweise so ganz simpel ist. Und dieser Kontakt ist dann die Grundlage für einige andere Geistesfaktoren. Nämlich mit der Wahrnehmung eines Gegenstands ist meist eine grundlegende emotionale Färbung verbunden. Wir empfinden den entweder angenehm, anziehend oder unangenehm, abstoßend oder uninteressant. Und wenn wir ihn uninteressant finden, ist es wahrscheinlich häufig so, dass uns noch gar nicht mal bewusst ist, dass wir diesen Gegenstand wahrgenommen haben. Das ist bei ganz vielen Hintergrundgeräuschen oder was man so in der Stadt sieht, so en passant der Fall. Und mit emotionaler Färbung meine ich nur so einen Gefühlston, der beim Wahrnehmen von einem Objekt ganz spontan auftaucht. Das ist ein bloßes oder I. Also es ist nicht mehr als das. Es ist nur ein spontanes Angezogensein oder Ablehnung empfinden. Und darauf folgt meistens mehr und wir kriegen erst dieses mehr mit, aber ganz am Anfang steht nur ein oder I. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich Sie bitten, wieder ein bisschen sich zurücklehnen, zu entspannen, offen und wach zu bleiben und zu beobachten, was passiert, wenn ich ein paar Dinge nenne. Ich habe ein paar Dinge ausgewählt, die tendenziell stärkere Reaktionen auslösen. Und es geht darum, zu beobachten oder zu merken, welches spontane Gefühl in Ihnen entsteht. Gibt es da ein spontanes Gefühl von oder I? Oder schließen sich da gleich andere Gedanken an oder andere Gefühle an?
Was gibt es für ein Gefühl beim bloßen Sitzen mit geschlossenen Augen? Boah, ist es doof? Boah, ist es schön? Ist mir egal. Egal, welches Wort ich jetzt spreche, ist das erstmal ein Hörkontakt. Und nun kommen die Worte. Spinne. Sonne. Schokolade. Dunkelheit. Eis. Hass. Liebe. So, diese bloße Empfindung von hm oder i ist der Gefühlston. Ein allgegenwärtiges, stets bei Wahrnehmungssituationen vorhandenes Geistesereignis. Und das ist die emotionale Seite der Wahrnehmung. Allerdings verbinden wir angenehm oft mit gut und unangenehm mit schlecht. Und es ist aber nicht so, dass das nicht oft nicht stimmt, sondern es führt uns in Leidensspuren. Nicht alles, was angenehm ist, ist auch gut, im Sinne von glückfördernd. Simples Beispiel, Menschen, die zum Beispiel gegen bestimmte Nahrungsmittel allergisch sind. Das kann durchaus sein, dass die das angenehm finden, die zu essen. Aber sie sind für sie nicht gut. Also es ist ein ganz simples Beispiel. Und es gibt noch sicher viel mehr Beispiele dafür. Oder etwas kann sich sehr unangenehm anfühlen, weil ich zum Beispiel gegen bestimmte Muster, die ich lange eingeübt habe, bestimmte Gewohnheiten, die aber eigentlich nicht hilfreich sind, weil dieses Verhalten plötzlich denen entgegenwirken, kann sich das sehr unangenehm anfühlen, aber auf Dauer oder langfristig ist es ein sehr sinnvolles Verhalten. Also angenehm ist nicht gleich gut oder schlecht. Nee, angenehm ist nicht gleich gut und unangenehm nicht gleich schlecht, sondern es kann auch direkt umgekehrt sein. Dann gibt es auch noch neben der emotionalen Seite der Wahrnehmung eine kognitive Seite der Wahrnehmung. Und das ist das, was sich geistiges oder kognitives Erfassen nennt. Aufgrund unserer Lebenserfahrung haben wir einen Speicher an Begriffsmaterial, den wir durchscannen können und wodurch wir Gegenstände oder also Geräusche oder Gegenstände, die wir sehen, Gefühle vielleicht schwieriger, aber Gegenstände zumindest ganz schnell erkennen können. Das heißt, wir scannen unseren Speicher durch und wissen, ah ja, okay, Vogel. Und damit ist das Ding eingeordnet. Wir haben eine Zuordnung gefunden. Und wenn wir diese Zuordnung gefunden haben, damit schließen wir oft unsere Wahrnehmung ab. Das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Wir wissen, was los ist. Und bei Geräuschen oder Wahrnehmungen, die wir nicht so gut kennen, also ein Geräusch, was unbekannt ist, so etwas, was ist das denn? Dann dauert dieser ganze Prozess des geistigen Erfassens sehr viel länger, weil wir müssen sehr viel länger hinhören, weil wir können das nicht einordnen. Ah, das klingt aber so, das klingt so ähnlich wie das. Und dieser Prozess dauert sehr viel länger. Und das hat im Grunde auch wieder mit so Überlebensinstinkten zu tun. Es ist wichtig zu wissen, ist irgendetwas bedrohlich? Es kann Dinge geben, was wir riechen oder hören oder sonst wie, was anzeigt, wir müssen jetzt schnell fliehen, wir müssen weg, oder es ist alles in Ordnung. Also es ist im Grunde auch wieder so was ganz Grundlegendes. Und es hat eben mit unserem Sicherheitsbedürfnis zu tun. Und für Kommunikation ist es auch ganz hilfreich, dass wir für Dinge Begriffe haben. Dass wir zum Beispiel alle der deutschen Sprache mächtig sind und das Ding Stuhl nennen,
und Wand und Fenster und so weiter, die gleichen Begriffe haben. Also für so einen simplen Kommunikationsprozess und einen simplen Wahrnehmungsprozess ist das was ganz Hilfreiches. Doch wir dehnen das meistens aus auf einen Bereich, wo es nicht mehr so hilfreich ist. Wir meinen, Menschen zu kennen und sagen dann, ach ja, ah ja, der ist ja immer so und so und die ist so und das Ding ist immer so und so. Also wir nehmen nicht mehr die Situation im Detail wahr, wenn sie uns bekannt vorkommt, sondern wir gehen hin und ordnen ganz schnell ein. Und damit entfremden wir uns auch von der Wirklichkeit. Wir nehmen nicht mehr voll und ganz wahr. Und es ist eine Quelle für Missverständnisse, für Zwist und Streit. Weil wir meinen, etwas gehört zu haben, was der andere vielleicht gar nicht gesagt hat, weil wir bei dem ersten Wort schon dachten, ach ja, ja, das will der sagen, weil der sagt ja sowieso immer sowas. Und dann ist die Sache erledigt. Und von daher ist dieses geistige Erfassen ist ein Geistesfaktor, der gut ist, sehr genau zu beobachten, weil wir da sehr viele Missverständnisse produzieren können oder eben vermeiden können, indem wir genauer, offener hinhören und nicht so schnell in unser Einordnen und Zuordnen verfallen. Und das können wir besonders auch in der Meditation üben, dass wir mehr in dem bloßen Erfahren sind, dass wir mehr in dem bloßen Hören sind und es unwichtig ist, ob das jetzt nur ein Vogel ist oder ob das Auto ist, sondern dass wir einfach dabei bleiben, ah ja, da ist ein Geräusch und uns einfach öffnen für Geräusche und nicht etwas nach außen, draußen halten wollen und es keinen Unterschied macht, ob dieses Geräusch meinetwegen wir angenehm empfinden oder unangenehm. Ja, genau. Ein Faktor fehlt noch. Der fünfte ist das Bewussthalten. Der so lange bei dieser Wahrnehmung bleibt, bis klar ist, was es ist oder bis klar ist, dass es nicht interessant ist für uns im Moment. Man könnte auch sagen, es ist der Faktor, der diese Einzelteile zusammenbindet. Also es ist der Geistesfaktor, der so lange bei dem Geräusch bleibt, bis er weiß, welchem Gegenstand, welchem Begriff er diesen Inhalt der Wahrnehmung zuordnen kann. Bis er zum Beispiel weiß, okay, ist es ein Auto, ein Vogel oder eine Straßenbahn. Und diese Geistesfaktoren sind, wie ich schon bereits gesagt habe, sind im Herzgeist immer anwesend, wenn wir etwas wahrnehmen. Und der Aspekt des Kontakts und das Bewussthalten, würde ich sagen, kann man vom Übungsaspekt her eher vernachlässigen, weil Kontakt, das ist, wir nehmen ein Geräusch oder so etwas wahr. Das Bewussthalten ist dieses so lange dabei bleiben, bis wir wissen, was es ist. Aber aus einem Übungsaspekt heraus müssen wir eigentlich nicht unbedingt wissen, was es ist. Außer es riecht komisch nach Feuer und wir haben die Augen geschlossen und es könnte vielleicht unser Schrein gerade in Flammen aufgegangen sein. Da wäre es vielleicht sinnvoll, genauer mal nachzugucken. Aber so in der Regel, jetzt für die Übung ist ganz wichtig, sind die wesentlicheren Faktoren eigentlich des Gefühlstons, weil in der Unterscheidung zwischen angenehm und unangenehm, da liegt die Wurzel von unheilsamem und heilsamem Verhalten. Oder da liegt die Wurzel von vielem unheilsamen Verhalten, weil wir in die Abwehr entweder gehen oder in die Anziehung gehen. Und bei dem Aspekt des geistigen Erfassens, wie ich eben schon gerade sagte, dass das ein Grund ist für ganz viele Missverständnisse. Wir entfremden uns von der Wahrnehmung, von der Erfahrung, weil wir meinen, schon zu wissen, was eigentlich da gerade passiert. Oder wie der Mensch gerade ist, wir schauen gar nicht mehr genau hin und gucken immer, wenn wir gerade uns vor sich haben, wie das sich im Moment gerade fühlt. Und der Aspekt von der Gerichtetheit, also dass unser Herzgeist sich irgendwo in irgendeine Richtung bewegt. Das sind die Aspekte, die wir als Übende ganz stark im Blick haben sollten, weil sie eben stärkere Folgen haben und auch unangenehme Folgen. Und was ein Aspekt ist, je mehr wir bei diesem bloßen Erleben bleiben können, desto näher sind wir der Wirklichkeit. Und
Je näher wir einfach nur hören oder einfach nur sehen, desto weniger geraten wir in die Schiene von Leid verursachenden Verhalten, von unheilsamen Verhalten. Wir verstricken uns weniger, aber dafür ist natürlich, wie die meisten hier, die hier sitzen, irgendwie auch wissen, sehr viel Übung erforderlich, weil es ist oft auch nicht leicht, die bloße halbe Stunde, 40 Minuten oder Stunde, die man zum Beispiel auf einem Kissen sitzt und sei es denn nun einfach beim Atem bleiben will, dann wirklich dabei zu bleiben oder auch mitzukriegen, was da alles passiert und nicht in bestimmte verschiedene Träumereien oder was auch immer abzugleiten. Es braucht Übung. Und die anderen fünf Geistesereignisse, die auch neutral sind, sind gerade auch für die Meditation besonders interessant, weil durch sie können wir die Richtung bestimmen, womit wir uns beschäftigen wollen, ob wir uns mit etwas Heilsamem beschäftigen oder etwas Unheilsamem. Und diese Gerichtetheit, diese Bewegung sozusagen unseres Herzgeistes in irgendeine Richtung, ist der Anfang von dem ersten objektbestimmenden Geistesfaktor. Wenn wir wirklich wissen wollen, jetzt ist er weg, der Vogel, was für ein Geräusch das denn genau ist, wenn ich jetzt Vögel kennen würde. Nirmala wollte ich gerade sagen. Nirmala weiß das. Der könnte dann weiter hören, wenn er nicht sofort weiß, Amsel, sofort die Schachtel aufgemacht hat. Was ist das für ein Vogel? Also dieser nächste Punkt nach dieser Gerichtetheit wird manchmal bezeichnet als Interesse. Das Sanskrit-Wort wird oft auch übersetzt als Verlangen. Das ist der Wunsch, dieses Objekt genauer zu erfassen oder wirklich dahin zu gehen. Es ist also diese Gerichtetheit ist mehr wie so ein aufmerkendes Wahrnehmen. Ich mache so A und nun will ich wissen und will bei diesem Gegenstand oder bei diesem Geräusch oder bei diesem Anblick mehr verweilen. Es ist ein größeres Interesse. Und der läuft ganz meistens schon unbewusst ab. Ich denke, dieser basale Aspekt von Gerichtetheit, von in irgendeine Richtung gehen, den kriegen wir ganz oft gar nicht mit. Das, was wir mitkriegen, ist meistens schon so, also ist was Konkreteres, ein konkreteres Interesse. Eigentlich schon eins, was zu diesen objektbestimmenden Aspekten gehört. Und als nächstes, wenn wir dann wissen, wir interessieren uns für diesen Gegenstand, dann jetzt kommen noch mehr Vögel, sind es zwei oder drei? Wenn wir dann sagen, und was sind das für Vögel? Also wenn wir dann dieses erste Interesse und weitergehen und interessieren uns mehr dafür, was das eigentlich, wie viele Vögel es sind, was für Vögel es sind, dann kommen wir zu dem nächsten Geistesfaktor, der verstärktes Interesse heißt. Das ist nur nicht das Interesse, was sofort wieder zum nächsten Objekt geht, sondern ich will wirklich dabei bleiben. Ich möchte wirklich wissen, was das ist. Und wenn es nicht so leicht ist, das sofort zu erfassen, dann vertiefen wir unser Interesse. Wir vergegenwärtigen, wir bleiben so lange dabei, bis wir mehr Merkmale ausgemacht haben und genauer bestimmen können. Und vielleicht auch überlegen wir auch mit, woher wir bestimmte Geräusche oder Dinge kennen. Und wir vertiefen uns so richtig in diesen Gegenstand. Also dieses wirklich dabei bleiben, also wir hatten Interesse, ein verstärktes Interesse, dann dieses wirkliche dabei bleiben, dieses Vergegenwärtigen, dieses unsere Absicht halten, dass wir da jetzt wirklich etwas tun, erkennen wollen. Und wir vertiefen uns, wir müssen uns vielleicht dahin rein vertiefen, weil wir es noch nicht wirklich erkannt haben. Und als fünftes kommt dann dieses tatsächliche Erkennen. Und wir wissen, das ist es also. Und vorhin hatte ich so eine Situation in den Raum geworfen, wenn man eine Gruppe von Menschen sieht oder hört und da plötzlich irgendeine Stimme so die Aufmerksamkeit anzieht. Und das ist vielleicht, die zieht vielleicht die Aufmerksamkeit an, entweder weil sie schön ist oder weil wir das Gefühl, die kenne ich. Und es kann, wenn man so eine Gruppe von Menschen nicht direkt sieht oder auch nicht genau weiß, wer gerade spricht, kann das eine Weile dauern, bis wir dann wirklich herausgefunden haben, was es irgendwie ist. Und da braucht es genau diese Stufen, diese verschiedenen Stufen, die im Alltag ganz häufig ablaufen. Ich will dann genau wissen, komisch, ich komme mir jetzt bekannt vor. Dann bleibe ich näher dran und bleib wirklich bei meiner Absicht, vertief mich da immer mehr rein, vielleicht versuche ich auch drum rumzugehen und so weiter. Und irgendwann merke ich, das ist
doch niemand, den ich kenne. Oder das ist XY, den ich von da und daher kenne. Und das passiert ganz häufig in unserem Alltag. Das passiert bei vielen alltäglichen Dingen. Das passiert bei heilsamen Dingen, das passiert bei unheilsamen Dingen und passiert bei ganz schlicht banalen, vielen praktischen Dingen. Aber wir können einmal jetzt für die Meditationsübung können wir das ganz gut nutzen. Wir können dann immer wieder beobachten, können sagen, okay, ja, also erstmal, ja, ich möchte meditieren, unser Interesse erstmal genauer prüfen, dann das wirklich dabei bleiben auch prüfen und dann unsere Absicht weiter verfolgen und dann immer tiefer gehen. Oder heute Morgen habe ich mal damit gearbeitet und habe dann gesehen, ja, okay, dann war dann da plötzlich war ich irgendwo anders. Und dann dachte ich mir, ist interessant, weil ich merkte dann, ja, okay, da kam ein Gedanke und mein Herzgeist ist dahin gegangen, oh, interessant. Da war das Interesse, es ist stärker. Und dann ist er dabei geblieben, hat sich da rein vertieft. Ich glaube, ich habe sogar dann irgendwas verstanden, aber ich weiß nur, was ich da gedacht habe zu Ende. Und dann plötzlich war ein anderer Gedanke, der war, oh, das wolltest du jetzt aber nicht machen. Und das fand ich ganz interessant zu merken, dass diese Sachen auch bei den Ablenkungen passieren. Also diese, ob jetzt Ablenkung oder Nicht-Ablenkung, Ablenkung eben, weil ich wollte ja beim Atem oder beim Hören oder beim Körper bleiben und nicht irgendwie diese Gedanken verfolgen. Es passiert immer wieder. Und es kann auch bei unheilsamen Dingen passieren. Na gut, wenn ich jetzt meditieren will, ist Ablenkung auch nicht sinnvoll, unheilsam. Aber es kann auch bei gröberen, alltäglichen, unheilsamen Dingen passieren, wenn ich unbedingt etwas haben will, was vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Dann kann ich auch genau diese Kette verfolgen und gucken, dass ich mein Ziel erreiche. Oder auch bei ganz praktischen Dingen, wie gestern habe ich noch gleich meinen Fahrradschlauch geflickt. Oder bei so einer banalen Tätigkeit, da braucht es ja auch diese ganzen Faktoren, wo man dabei bleiben muss, um eine Sache zu Ende zu führen. Ja, und bei der Meditation ist es eben hilfreich, weil wir daran sehen können, welche Faktoren wir brauchen, um wirklich dabei bleiben zu können. Dass diese verschiedenen Einzelheiten, mag manchen vielleicht irgendwie so eine, dieses analytische Vorgehen sich fragen, wozu ist das eigentlich gut? Also, ich finde es sehr hilfreich, weil es mir hilft, wenn ich eine Erfahrung detaillierter, mehr Details kenne. Und dann kann ich der auch genauer nachgehen. Und mir kam dann die Idee, wie zum Beispiel, es ist für mich so ähnlich wie ein Bild, wenn ich ein Gemälde sehe. Da sehe ich ein Bild, das finde ich schön oder auch nicht schön. Und so ist es mit unseren Erfahrungen, unserem Erleben. Da gibt es sozusagen diesen ganzen Komplex, der besteht aus diesen 10 Faktoren, die ich gerade genannt habe wahrscheinlich und noch einigen anderen Faktoren dazu, die ich noch nicht genannt habe. Und es ist eben dieses ganze Bild. Und wir können entweder sagen, finde ich schön oder finde ich nicht schön, uns abwenden oder dem zuwenden. Und wenn ich aber jemand habe, wie Jagita kommt gerade rein, die könnte dann dieses Bild erklären. Ich benutze gerade ein Bild als Beispiel für unsere Erfahrung. Wenn dann jemand kommt und kann mir dieses Bild erklären, kann mir die verschiedenen Bedeutungen der Farben, der Tiefe, der Perspektive und so weiter erklären, dann sehe ich das Bild ganz anders und habe ein viel größeres und tieferes Verständnis. Und ähnliches mit unserem Erleben. Wenn wir diese einzelnen Faktoren genauer benennen können und auch genauer in unserem Erleben ausmachen können, also darum geht's. Also es geht nicht darum, das theoretisch zu wissen, dann haben wir viel mehr Handhabe, um unser Handeln besser zu lenken und um unseren Geist sozusagen mehr in unserer Hand zu haben und um besser uns wirklich in Richtung glückförderndes Handeln zu bringen oder leidminderndes Handeln zu bringen. Und vor allem ist es eben kein theoretisches Wissen, also auch diese ganze feine Unterteilung entstand eben aus Erfahrung, Meditationserfahrung und es ist auch ganz wichtig, die in die Meditation hineinzubringen. Aber das kann ein sehr langer Prozess sein. Ich bin schon seit meinen frühen Mitra-Studienjahren an diesem Thema interessiert. Also das ist schon, 10 Jahre bin ich ordiniert, also es ist schon weit über 10 Jahre. Erst gab es dazu nichts und dann gab es dieses Buch von Sangharakshita, Herz und Geist verstehen.
wo dann diese einzelnen Faktoren im Detail beschrieben worden sind. Und die habe ich dann studiert als Mitra noch, habe später Studium dazu, bestimmt 2 Mitra-Gruppen damit gemacht und merkte, habe das Buch auch mit übersetzt, also große Teile überarbeitet. Das ist ja auch ganz viel Beschäftigung mit dem Inhalt. Und merkte, das war immer noch eher sozusagen ein theoretisches Erfassen. Ich fand es faszinierend, ich finde es immer noch faszinierend. Ich merke immer wieder, wenn ich mich damit beschäftige, bin ich Feuer und Flamme. Und Verstehen ist auch ein Anfangspunkt, eine Vorstufe. Aber es ist wichtig, und das kam jetzt erst sozusagen, weiß nicht genau, im letzten Jahr oder letzten 2 Jahren, wo ich merke, ja, dass ich Ideen kriege, wie ich dieses wirklich mehr auf die Erfahrung, Meditationserfahrung anwenden kann und da damit mehr arbeiten kann und dieses das mehr als wirklich einen Übungs-, Meditationsarbeitsthema zu machen. Und was für mich bei dem Thema auch deutlich ist, ist, dieses Verstehen ist sozusagen der Weisheitsaspekt. Wir benennen den Buddhismus ja oft auch als einen Weg in 3 Pfaden, Ethik, Meditation, Weisheit. Dieses Verstehen, theoretische Verstehen, ist sozusagen ein Weisheitsaspekt. Und es geht dabei natürlich um Ethik. Es geht dabei, Leid zu mindern und Glück zu fördern. Aber es ist etwas, was wir in unserer Reflexion und Meditation erleben und erforschen müssen. Das können wir nicht theoretisch tun. Von daher geht es nicht ohne Meditation oder nur mit Meditation. Und das finde ich auch so schön zu sehen, dass das einfach, es wird zwar als ein 3-gliedriger Pfad beschrieben, aber das sind 3 Aspekte, die einfach immer wieder ineinander übergehen und ganz eng verzahnt sind. Jetzt habe ich nur von diesen ganzen Neutralen geredet und meine, ich müsste jetzt noch etwas zu Heilsamen und Unheilsamen sagen. Das sage ich jetzt nur in Anbetracht der Zeit. Was ganz wesentlich ist für Übung und gerade für diese ganze Geisterforschung, was ich vorhin schon angedeutet habe, ist die Wirkung unserer Handlungen uns anzuschauen. Ich hatte das irgendwie mit diesen kurzen Übungen gemacht, wirklich zu spüren, wie sich etwas anfühlt, etwas unangenehm zu finden oder in eine Abneigung zu gehen oder in eine Anziehung zu gehen. Es ist ganz wichtig, diese sozusagen theoretischen Dinge, diese Ideale in unser Erleben zu bringen. Und dafür ist es ganz wichtig, unsere Handlungen, unsere körperlichen Handlungen, unsere Sprache, unsere Gedanken, unsere Gefühle immer wieder auf ihre Wirkungen zu überprüfen. In uns können wir das selbst immer wieder nachprüfen und spüren, ganz verallgemeinert gesagt, ob sich etwas sehr eng anfühlt, ob es was Klebriges hat oder ob es ein Gefühl von Weite und Offenheit hat. Also wir müssen die Wirkung unserer Handlungen spüren und vor allem an unserem eigenen Leib spüren. Und wenn wir etwas an unserem eigenen Leib spüren, ganz banal, dann sind wir auch eher bereit, es zu ändern. Wir ändern nichts aus theoretischen Gründen. Das kann noch so wunderbar klingen und toll sein. Da machen wir wahrscheinlich nicht sehr viel. Aber wenn wir wirklich merken, das ist ziemlich unangenehm, und dann sind wir bereit, Dinge zu ändern. Und dieser Aspekt, dass wir die Folgen unserer Handlungen uns anschauen und die auch spüren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch von gläubigem Vertrauen, dass wir wirklich daran glauben, dass Handlungen Folgen haben, dass wir nicht denken, dass, ach naja, ist ja nur ein Gedanke, nicht so schlimm, ist ja nur ein Gefühl, hat ja keiner gemerkt. Das sind so die innerlichsten Dinge, oder es gibt auch noch andere Dinge, die wir auch vielleicht dazu neigen, sie zu beschönigen. Aber egal, was wir tun, diese Dinge haben Folgen. Und wir können uns selbst auch beobachten und auch dem nachspüren. Und es ist wichtig, ein ethisches Feingefühl zu entwickeln. Eingangs habe ich ja auch sowieso schon zu unheilsamen Faktoren was gesagt, indem ich Gier, Hass und Verblendung genauer erläutert habe. Aber was mir noch wichtig ist zu erwähnen, weil Gier, Hass und Verblendung ist so die Grobteilung, die alle oder die meisten kennen. Aber es gibt noch 3 weitere Faktoren, die ich ganz wichtig und wesentlich finde. Die will ich wenigstens kurz benennen. Und das ist Stolz, Zweifel und bestimmte Ansichten. Sogenannte falsche Ansichten. Bestimmte Vorstellungen.
Und wir hegen ganz viele Vorstellungen, aus denen wir Sicherheit ziehen. Und eine der größten und leidverursachten Vorstellungen, die wir hegen, ist der Glaube an ein festes Selbst. Dass wir glauben, wir, die wir uns nur aus Erfahrungen, Prozessen und so weiter zusammensetzen, wir hätten eine feste Existenz. Das ist sozusagen die Wurzel ganz vielen Übels. Und dieser Glaube an das feste Selbst hängt auch ganz stark mit Stolz zusammen. Und Stolz ist nicht nur Überheblichkeit, zu meinen, man wäre besser. Das ist auch genauso das Gefühl zu meinen, ach Gott, ich bin ja gar nichts wert, ich kann nichts, ich bin ja überhaupt. Das ist die Kehrseite von dem Stolz. Und das hängt alles mit dieser festen Ich-Vorstellung zusammen, um die der Buddha mit seinen ganzen Lehren versucht hat, aufzulösen, uns zu helfen, die aufzulösen, zu sprengen. Und ganz viele Ansichten hängen eben damit zusammen. Und Zweifel ist vielleicht auch etwas, wo wir nicht unbedingt daran denken würden, dass es was sehr Unheilsames ist oder sozusagen eins der Grundübel. Neben diesen drei, die manchmal als Wurzelübel bezeichnet werden, gibt es eigentlich noch sechs, die auch so die Hauptbefleckung werden sie manchmal genannt sind. Und Zweifel ist da auch ein ganz wesentlicher Teil. Und Zweifel ist gerade für spirituelle Übende ganz wichtig, beziehungsweise er ist die absolute Bremse von spiritueller Entwicklung. Weil mit Zweifel, das ist nicht nur dieses Wanken oder mangelnde Selbstvertrauen, sondern Zweifel geht auch meist damit einher, dass wir gar nicht an Entwicklung glauben oder gar nicht daran glauben, dass wir das erreichen können. Und von daher ist Zweifel auch ganz wichtig, dass wir uns das anschauen. Und bei den Heilsamen wollte ich auch noch drei erwähnt haben. Drei oder vier? Drei. Also das gläubige Vertrauen und dieses innere ethische Gewissen, das sind zum Beispiel zwei ganz wichtige heilsame Geistesfaktoren. Aber was ich auch noch spannend finde, es gibt bei den Heilsamen drei Geistesfaktoren, die sind Gegenpole zu den drei Wurzelübeln und heißen auch so. Das eine heißt Gierlosigkeit und Hasslosigkeit und Unverblendung. Und es klingt manchmal, ich dachte auch immer so, ich merke so diese Vorstellung, keine Gier zu haben oder keinen Hass zu haben oder so ein Verhalten zu unterlassen, ist bei mir jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt mit was sehr Positiven oder Heilsamen verbunden. Aber beim genaueren drüber nachdenken merkte ich, das ist tatsächlich, es ist ein positiver Geistesfaktor, etwas eben Gier zu unterlassen, Abneigung unterlassen zu können. Und das kann man ganz gut auch für Meditation sehen. Wenn ich es unterlassen kann, einem Impuls, der mich wegbringen will von meinem Meditationsobjekt, dem zu folgen, dann ist das eine positive Handlung. Und meistens ist mir das zu klein vorgekommen, dachte ich mir, ja gut, wenn ich das tue, es sind ja immer noch Ablenkungen da, das heißt, ich bin nicht gesammelt. Das ist ja sozusagen nicht gut. Aber diese kleine Tat, eben nicht dem Gedanken oder dem Gefühl oder dem Geräusch oder sonst wie, was mich jetzt gerade ablenken will, dem nicht nachzugehen, ist eine positive Handlung. Und das fand ich einen sehr spannenden Aspekt in diesen heilsamen, in dieser Elferliste, die in Herz und Geist verstehen genannt ist, von positiven Geistesfaktoren. Dass diese Gierlosigkeit und Hasslosigkeit und Unverblendung eben heilsame Geistesfaktoren sind. Und das ist zum Beispiel, das ist so, wie als ob es zwei, nicht wörtlich verstehen bitte, zwei Stufen von heilsamen Geistesfaktoren gibt. Dass so die Gierlosigkeit die Hasslosigkeit, das ist schon ein positiver Geistesfaktor, aber Hasslosigkeit ist noch nicht Metta oder Mitgefühl. Also ist noch nicht liebende Güte oder Mitgefühl. Und da gibt's nochmal eine Stufe, aber das nicht zu empfinden, das ist schon unglaublich viel. Und das ist eben sehr heilsam. Und das fand ich eine sehr spannende auch Erkenntnis. Und ich denke, das ist für uns auch ganz gut, weil wir ja doch auch manchmal oder manche mehr, manche weniger dazu neigen, eben nur auf das besonders Positive zu achten. Oder dann zu sagen, okay, naja, wenn ich nicht gesammelt bin, was ist meine Meditation schon wert? Und eben nicht wertzuschätzen, wie sehr
wir dann immer wieder uns bemühen, eben der Ablenkung nicht nachzugehen und eben diese kleinen Dinge eben auch wertzuschätzen, dass das ganz wichtig ist. Ja, ich habe jetzt eben versucht, dieses komplexere Bild von diesen verschiedenen Geistesfaktoren darzustellen und besonders eben diese wertfreien, weil diese wertfreien für mich, die wir auch morgen mit einigen Leuten und am Sonntag in der Erfahrung mehr erforschen, weil diese wertfreien uns helfen mehr, also die besonders die fünf wertfreien, die fünf Allgegenwärtigen helfen uns zu einer Erfahrung zu kommen, zu einem bloßen Erleben zu kommen, zu uns der Wirklichkeit mehr anzunähern, unsere ganzen Vorstellungen, die wir zwischen uns und unser Erleben stellen, ein bisschen mehr aus dem Weg zu räumen, uns sowohl unsere emotionalen Reaktionen als auch unsere kognitiven, geistigen Vorstellungsgebäude, die wir haben, die ein bisschen mehr aus dem Weg zu räumen. Und das merkte ich, ist für mich einfach so ein sehr wichtiger, spannender Aspekt. Und die anderen fünf Wertfreien sind eben sehr hilfreich, weil sie uns helfen, in die richtige Richtung zu gehen und weil sie unsere Praxis unterstützen können. Gut, dann mache ich hier mit Schluss.